Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's, euer Sinan. Ich grüße alle Medizinstudierenden, alle Zahnmedizinstudierenden und natürlich die, die es noch werden wollen. Im heutigen Video geht es um meine Prüfungsangst und ich habe im letzten Video mit Professor Bert über Prüfungsangst allgemein gesprochen und es war ein super Gespräch, also ein sehr erkenntnisreiches Gespräch, gefüllt mit echten Tipps. Also falls du unter Prüfungsangst leidest und das Video noch nicht gesehen haben solltest, schau es dir unbedingt an und ich verlinke es auch nochmal in der Videobeschreibung. Was ich auch in der Videobeschreibung verlinken werde, ist mein Instagram-Channel, weil ich da zurzeit aktiver bin, zurzeit ein neues Konzept ausprobiere mit Piktogrammen und auch da euch helfen möchte und gebt mir da auch unbedingt Feedback. Es ist einfach ein anderer Ansatz und ich würde mich freuen. Aber kommen wir zum Thema und zwar meine Prüfungsangst, meine Geschichte. So, zu ein paar allgemeine Fakten. Also, bin ich ein fauler Mensch? Nein. Ich würde sagen, ich bin ein äußerst fleißiger Mensch. Also an Fleiß hat es bei mir gar nicht gemangelt. Dennoch kann ich hier verkünden, dass ich durch 10 Prüfungen durchgefallen bin. Und zwar ist das in meinem gesamten Studium, kann ich gerne hier mit ankündigen, Histo, makroskopische Anatomie, also innere Organe war das bei uns damals. Dann, jetzt muss ich überlegen, es wird schon ein bisschen tricky. Pharmakologie. Was hatte ich noch? Biometrie auf jeden Fall. Bildgebende Verfahren. Was hat man noch? Es ist so viel, dass ich nicht immer alles aufzählen kann. Das ist so krass. Orthopädie. Ah genau, dann kam das 8. Semester, da kam es richtig dick. Da bin ich durch Cardio, Patho und was war das 3.? Das ist so krass. Fällt es mir noch ein? Ehrlich, mir fällt das 9. Fach nicht ein. Das 10. Fach war Gyn. Das 9. Fach weiß ich nicht mehr. Vielleicht fällt es mir noch im Video ein. Auf jeden Fall, ich bin durch eine Menge Prüfungen durchgefallen. Und ich kann im Nachhinein darüber lachen, aber für mich war es in dem Moment eine schreckliche Erfahrung. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe alles gegeben für die ganzen Prüfungen und ich bin durchgefallen. Jedes Mal aufs Neue. Und ich habe versucht umzustellen, habe versucht andere Techniken anzuwenden und ich bin gefühlt jedes Mal auf die Schnauze geflogen. Ja, ich überlege gerade, also kommen wir erstmal zu der ersten durchgefallenen Prüfung und das war bei mir Histologie und makroskopische Anatomie gleichzeitig im 2. Semester und das war, ich weiß nicht, es war innerhalb von wenigen Tagen, also die Zeit wurde super eng und ich hatte angefangen gehabt zu lernen und zwar also wirklich früh, sehr früh, aber ich hatte mich durch das Schreiben in das Weitschweifige verloren und ich also ich weiß noch, dass ich für Histo einen Durchgang gelernt habe, obwohl ich viel früher als alle anderen angefangen hatte. So weitschweifig habe ich das gemacht. Also es war total schlechte Technik einfach, muss man so sagen. Und bei der makroskopischen Anatomie, das war, also wir hatten einmal Bewegungsapparat. Da habe ich mich mit einer guten Freundin gut vorbereitet, also gemeinsam vorbereitet im Gespräch. Da hatte ich auch eine gute Leistung. Bei dem zweiten hatten wir alle viel weniger Zeit. Ich kann mich nicht genau erinnern, es waren vielleicht so 5, 6 Tage oder so Zeit von der einen Prüfung für diese innere Organe-Prüfung. War eine mündliche Prüfung und da habe ich mich, also ich habe mich schlecht vorbereitet darauf. Also es war, die Zeit war super knapp und das hätte man, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich es hätte besser planen können. Für meine damaligen Fähigkeiten hat es einfach nicht gereicht. Also bin ich durch 2 Prüfungen gleichzeitig durchgefallen. Und für einen Menschen, der frisch aus der Schule kommt, 2. Semester ist frisch aus der Schule gefühlt, ist das eine sehr neue Erfahrung, weil gerade wenn man ins Medizinstudium kommt, man ist in einer Umgebung aufgewachsen, in der man elitär unterwegs ist einfach. Und in der Schulzeit gehörte ich zu den Besten. Also durchfallen war nie die Frage, sondern eher, ob es eine 1 oder eine 2 wird. Und das Durchfallen war für mich einfach ungewohnt, muss man einfach so sagen.
Und es hat mich in meinem Stolz gekränkt und einfach enorm verletzt. Meine Reaktion darauf war die eines Verlierers. So würde ich jetzt sagen. Ich habe wie ein Verlierer reagiert. Ich habe nämlich anderen die Schuld gegeben. Meinen Freunden, die mich traurig machen, meinen Eltern, die mich nicht unterstützen und so weiter und so fort. Und ihr merkt vielleicht, da steckt auch so ein bisschen immer noch Wut drin, aber im Nachhinein auf mich selbst, weil ich so darauf reagiert habe. Auch das könnte man als Fehler interpretieren, weil es einfach ein Erkenntnisweg ist. Und im Nachhinein, klar, meine Schuld einzig und allein. Selbst wenn es, ich würde euch empfehlen, selbst wenn es nicht eure Schuld ist, auf eure Situation angewandt, ich würde euch jedes Mal empfehlen, die Schuld bei euch selbst zu suchen, weil ihr damit die Kontrolle über die Situation gewinnt. Weil ihr damit die Kontrolle nicht nach außen an eine andere Person gebt, sondern euch selbst die Kontrolle zurückgebt. Und das habe ich damals nicht gemacht und deswegen wurde es tendenziell nur noch schlimmer. Ich überlege gerade nämlich, was mein persönlicher Tiefpunkt war, was für mir am meisten wehgetan hat. Ich würde sagen, dass es bei mir die Pharmakologieprüfung war. Das war im 5. Semester. Und zwar war es eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation. Also es ist vielleicht auch nur meine ungewöhnliche Situation. Und zwar habe ich damals unter einem Professor diese Pharmakologieprüfung gemacht, den ich unglaublich bewundert habe. Er hatte eine arabisch-muslimische Herkunft und er ist ein herzensguter Mensch und ich bewundere ihn heute noch. Und ich wollte unbedingt bei ihm Doktorarbeit machen. Ich wollte unbedingt bei ihm Doktorarbeit machen, weil ich diesen Menschen bewundert habe. Und deswegen habe ich mich, jetzt kommt mein zweiter Fehler, ich habe mich so richtig unter Druck gesetzt. Ich habe auch für Pharmakologie sehr früh angefangen. Ich habe, also die Prüfung, die Pharmakologieprüfung, wenn ich mich recht erinnere, war es die letzte Prüfung im 5. Semester oder die vorletzte. Und ich habe wirklich irgendwann Herbst angefangen. Also sehr früh angefangen mit dem Lernen. Auch da wieder völlig falsch angefangen, aber es ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mich so weit unter Druck gesetzt, dass ich durch die Prüfung durchgefallen bin, dass ich damit auch für mich irgendwie da dort in dem Fachbereich in der Pharmakologie nicht die Doktorarbeit anfangen wollte, konnte. Es ging einfach nicht. Ich habe mich einfach unglaublich doll geschämt und damit habe ich meinen zweiten Fehler begangen. Ja, unangenehm. Was vorher eine Frustration war bei mir, also wenn ich durch Prüfung durchgefallen bin oder schlechte Noten in Prüfung hatte, hat sich ab da zu einer Prüfungsangst entwickelt. Und ich hatte Angst vor Prüfung durchzufallen. Und ich habe mich selbst in die Situation reingeritten, machen wir uns nichts vor. Was danach folgte, war einfach nur ein reihenweise Durchfallen und eine Spirale, ein Teufelskreis, das sich immer weiter verstärkt hat. Ich bin durch ein Fach X durchgefallen, sagen wir Orthopädie, es hat sich weiter manifestiert. Ich hatte mehr Angst, habe schlechter gelernt, bin durch eine weitere Prüfung durchgefallen. Und ich konnte so gar nicht mehr damit umgehen. Und meinen Schlussstrich habe ich im 8. Semester gezogen. Was ist im 8. Semester passiert? Es gibt in Dresden so eine Prüfung, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das wissen vielleicht die Dresdner, schreibt es mal in die Kommentare. JAP, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. JAP, Jahresabschlussprüfung. Das ist so eine große Prüfung, wo dann ganz viele Fächer, vor allem viele Fächer von der inneren Medizin zusammengefasst werden. Und genau, also super viele Fächer. Ich glaube, ich keine Ahnung, waren 8 Fächer oder so gleichzeitig, die man an Prüfung geschrieben hat. Ich hatte mega Angst, habe mich mit einer schlechten Lerntechnik vorbereitet, wobei das da schon ein bisschen besser wurde. Also ich hatte zum Beispiel schon so Karteikarten angefertigt, mir schon erste Gedanken gemacht, wie ich meine Lerntechnik optimieren kann. Auch versucht in der Bibliothek zu lernen und sowas. Also es gab da schon einige Fortschritte, aber es war trotzdem noch nicht ausreichend. Und ich bin durch 3 Prüfungen im 8. Semester gleichzeitig durchgefallen.
Und es war meiner Meinung nach so viel, dass ich es niemals hätte, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich es niemals hätte schaffen können, diese drei Prüfungen alle im Nachhinein in der Nachprüfung zu bestehen, weil manche auch so, ich glaube, ein halbes Jahr später waren oder so. Und dann kam das neunte Semester. Das neunte Semester ist nicht minder stressig, es ist eher sogar mehr stressig. Also ich glaube, da waren es neun Fächer, die dann an Prüfungen anstehen. Und da habe ich mir gesagt, Schluss. Ich mache ein Jahr, ist jetzt ein Jahr aus, mache irgendwo eine Doktorarbeit, wobei für mich die Doktorarbeit gar nicht im Vordergrund stand, sondern mehr dieses, okay, ich bin in einem Teufelskreis, ich muss das unterbrechen. Und ich war gefangen in so einem, ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch dafür so einen psychologischen Begriff, fällt mir gerade nicht ein. Eingeengt, ich war eingeengt. Und ja, ich habe also das Ganze, ich habe ausgesetzt und was soll ich sagen? Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also das war wirklich, wenn ich im ganz, schon ganz, ganz viele falsche Entscheidungen getroffen habe, würde ich sagen, dass es alles das wert war für diese eine Entscheidung. Ich hatte in dem Jahr, was ich ausgesetzt habe, eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, und zwar zu reflektieren. Und im Nachhinein kann ich es jedem empfehlen. Also zum Beispiel, wenn ihr nach der Schule, also wenn ihr Abitur gemacht habt, fangt nicht gleich mit dem Studium an. Das ist aus meiner persönlichen Erfahrung heraus gewachsen. Und wenn ihr mir halbwegs vertraut, dann würde ich euch das auch sehr empfehlen. Warum? Weil man, wenn man von der Schule kommt, ich sag mal, in diesen Lernalltag von Schule und Prüfungen, Klausuren gefangen ist. Und wenn man ins Studium direkt weitergeht, geht es mit dem gleichen Trott weiter. Und was in unserer heutigen Zeit vernachlässigt wird, was ich nur vielleicht vernachlässigt habe, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht, ist die Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte da bis dahin keine Hobbys. Also ich zähle jetzt mal Netflix schauen und Freunde treffen mal nicht dazu. Ich hatte wirklich keine Hobbys und das ist bitter. Und ich hatte nie Zeit darüber nachzudenken, so banal es klingt, so bescheuert es auch klingt, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Warum bin ich auf diesem Planeten? Wozu, was kann ich für diese Welt tun? Und diese Fragen sind manchmal merkwürdig und die sind manchmal, also wenn man mit Familienangehörigen, mit Freunden darüber redet, denkt man so, ach Sinan, übertreib mal nicht. Das war so eher die Reaktion, die ich immer in Studiumzeit darauf bekommen habe. Aber jetzt hatte ich die Zeit, wirklich für mich nachzudenken. Und ich habe für mich einige Sachen neu ausprobiert, bin ich völlig andere Wege gegangen. Ich habe angefangen, auf einmal Hörbücher zu hören, habe auf einmal mich angefangen, mit Aktien zu beschäftigen, habe also mich unternehmerisch getätigt, habe jetzt diesen YouTube-Channel zum Beispiel. Also Wege, denen ich mich vorher gar nicht getraut habe zu gehen, weil ich einfach gesagt habe, hältst du eh nicht durch und bringt eh nichts und so weiter. Und also mein Durchhaltevermögen war bis dann sehr, sehr schlecht. Ist heute nicht optimal, aber ist deutlich besser geworden. Und dieses komplette Abschalten, dieses komplette auch Wegdrehen vom Medizinstudium, auch mal so ein bisschen eine andere Perspektive gewinnen. In dieser Zeit kann ich euch auch empfehlen zu reisen. Ich bin in dieser Zeit sehr viel gereist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum das die beste Entscheidung meines Lebens war. Nicht unbedingt wegen der Doktorarbeit oder sonst was, sondern einfach weil ich mein Charakter neu definieren konnte. Ich sag mal so. Was ich auch optimiert habe, kommen wir zum Prüfungsangst zurück, was ich auch optimiert habe, war meine Lerntechnik. Ich habe Sprachaufnahmen gemacht. Ich bin ein auditiver Typ, das bringt mir viel und deswegen haben mir Sprachaufnahmen, also Aufnahmen, die ich mir selber vorgesprochen habe, also für mein zukünftiges Ich erklärt habe, hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil ich an einem zweiten Durchgang spazieren gehen konnte, über andere Sachen nachdenken konnte, während ich lerne, beziehungsweise einfach vor dem Computer sitzen kann und einfach gleichzeitig durchlese, während mir mein vergangenes Ich dann die ganzen Sachen erklärt. Das hat mir persönlich super viel gebracht. Ich konnte damit in kürzester Zeit sehr viele Informationen auffangen. Aus diesem Grund habe ich auch zum Beispiel für YouTube diese ganzen Lernvideos als Idee bekommen, weil ich für mich gemerkt habe,
dass ich aus einer, wenn überhaupt im optimistischen Fall, durchschnittlichen Leistung zu einer sehr überdurchschnittlichen Leistung aufsteigen konnte. Das war für mich einfach ein so Moment, so, wow, das kann auch anderen Menschen was bringen. Und deswegen habe ich auch mit diesen Videos perspektivisch angefangen, einfach aus dem Wunsch heraus, okay, ich möchte anderen Menschen, die darunter gelitten haben, unter Prüfungsangst zum Beispiel, unter den Herausforderungen des Studiums, ich möchte diesen Menschen helfen. Und ja, deswegen bin ich heute hier. Und durch ein paar weitere Strategien, wie zum Beispiel in Gruppen zu lernen und der Pomodoro-Technik, dazu auch übrigens mehr in meinem Instagram-Feed, könnt ihr euch gerne anschauen, habe ich für mich die Prüfungsangst effektiv abgebaut. Es war jetzt nicht so, dass ich dann immer nur super Noten hatte und sowas, das nicht, aber ich hatte keine Angst mehr. Und damit konnte ich für mich meine Höchstleistung entfalten. Ich hatte keine Schlafstörungen mehr, ich hatte keine, ja, Albträume, Angstzustände oder Panikattacken mehr. Ich war deutlich ausgeglichener und das ist auch nicht so wie so ein von heute auf morgen Effekt, das war es auch nicht. Es war ein Prozess über die Zeit. Aber es war eine unglaublich schöne Reise. Also wenn ich jetzt auf mein Studium zurückblicke, trotz all dieser Widrigkeiten, es war wichtig für meine Charakterbildung und seht jede Niederlage auch als eine Chance für kommende Siege an. Und ja, merkwürdige Worte zum Abschluss eines Videos, aber ich würde sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute. Es folgen natürlich noch weitere Teile zu dieser Videoreihe und ich wünsche euch viel Durchhaltekraft, falls ihr unter dieser Angst leidet, falls ihr vielleicht durch die Google-Suche zu diesem Video gelangt seid. Ich wünsche euch viel Kraft, haltet durch. Haltet durch. Es kommen auch bessere Tage. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles, alles Gute. Macht's gut, euer Sinan.